Hallo liebe Let's Play-Freunde, wir sind am Ende fast unseres Ritts durch diese Fantasy-Welt angekommen. Es war ein überwiegend schöner Ritt und ich will heute auch nochmal euch ein bisschen was bieten und bedanke mich schon jetzt bei all den Spenden, dem Interesse, dass ihr hier in dieses Let's Play investiert habt. Mir hat Spaß gemacht. So, jetzt, was hatte ich mir überlegt? Also abgesehen davon, dass ich jetzt hoffentlich die Stadt bekomme. Ja, ja, meine erste Stadt wird nichts. Und ich habe jetzt auch nicht mal die Chance für mich zu stimmen. Aber manchmal überstimmt die auch die anderen. Schade, das wäre meine Chance gewesen. Na, 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 na. Tja, Pech gehabt. Wie viel hatte ich? 30 hätte ich ein bisschen, nee, hätte nicht gereicht. Blöde Ragea. Also. Die Idee, die ich hatte, war jetzt wirklich noch diese... Also nein, ich sag's euch, die eigentliche Idee, die ich hatte, war, die Ragea zu überfallen. Aber das macht in der Konstellation einfach keinen Sinn. Also überhaupt gar keinen. Aber wenn du so mit 100, wisst ihr, nach der Schlacht geschlagen, dann hätte ich hier das Kingdom verlassen. So, aber dann versuchen wir mal, ob wir nicht das schaffen. Aber dazu möchte ich Borgnok wieder bei mir haben. Kann ich ihn jetzt zu mir rufen? Das müsste, glaube ich, gehen. Nee, das geht nicht. Schade, aber auch. Also übrigens, ich könnte jetzt jederzeit auch eine andere Party machen, wo wir nur 5 Leute reinsetzen und einen Gefährten oder so. Es geht schon, aber es ist ja noch mehr Micromanagement dann. Hier, Borgnok. Nee. Wie kann ich den jetzt zu mir rufen? Das gab es irgendwo so eine kaum sichtbare... Ich mache jetzt auf No Governor. Yes. So. Und jetzt wäre meine Erwartungshaltung, dass ich ihn zu mir rufen kann. Ja. One day, 18 hours. Weil ich glaube, für den anstehenden Kampf brauchen wir alle Kräfte. Und ich sage euch jetzt was. Das Spiel ist, glaube ich, verrückt genug, dass wenn der Borgnok jetzt reinkommt, ist er plus 1 über meinem Limit, was die Moral senkt und zu Desertationen führen kann, bevor dann am nächsten Morgen auf einmal beschließt, oh, ich übernehme hier wieder und dann kann ich 160 mitnehmen. Ist es nicht verrückt? Es ist so. Naja, gut. So, jetzt müssen wir irgendwo mal gucken, bis der Borgnok angeritten kommt. Wo eigentlich dieser blöde Merteon gerade hockt. Lassine Epikrotea oder Aprikosentee, so ein bisschen. Aber das ist ja ein Vasall des südlichen Empires. Darf ich den überhaupt angreifen? Nee, ich verwechsel da gerade eine Kleinigkeit. Den Merteon, den soll ich killen. Saneopia, wo er quasi eingebuchtet ist. So, wo ist Saneopia? Hier, da ist Saneopia. Ah, okay. Da muss ich ihn quasi aus dem Knast dann rauslösen, oder was? Das klingt kompliziert. Wo zieht die jetzt hin? Ah, hierhin wahrscheinlich. Aber die...
4, 6. Dies wird nix. Meine Armee ist natürlich gerade ein bisschen wenig sinnvoll. Und ich bräuchte gerade 14 Influence, um es wieder aufzustocken. Und die sind noch nicht mal vollzählig. Mal sehen, ob wir an den überhaupt drankommen. Da müssen wir wahrscheinlich in den Dungeon einbrechen oder sowas. Yeah, hallo Borgnorg, dann können wir umverteilen. Bei Quartermaster ist es wieder Borgnorg. Scout bleibt sie und Engineer bleibt er. Ja, bringt gar nicht mehr so viel. Also wir haben uns gesteigert, weil früher war es so, wenn ich vom Borgnorg begleitet wurde, hat sich ja die Kapazität verdoppelt. Jetzt sind es immerhin nur noch 8 mehr. Also nur noch 8 mehr, immerhin. Genau, so. So. Ja. Hm. 151, seht ihr? Das war wieder diese Geschichte. Das andere war durch meinen Levelaufstieg oder irgendwas. Und jetzt hat der Borgnorg zugeschlagen. Das ist schon ordentlich. 151 statt 128 oder was es war. Gut, aber jetzt schauen wir mal. Ja, aber das ist er nicht. Okay. Wo ist der blöde Mertheon? Near Krios. Okay, der wird vielleicht... Ja, ja, der ist in der Armee mit drin. Also jetzt müssen wir Krios suchen. Das ist eine Schnitzeljagd, sage ich euch. Also sind wir quasi an dem vorbeigeritten. Valarias joint mich jetzt. Wow. Ach ja. Ach ja. Dann war ja gut, dass ich den Instinkt hatte. So, dann schauen wir wieder. Wo mag der Mertheon sein? Immer noch near Krios. Tja. Was heißt von near Krios? Es muss hier irgendwo... Muss es eine Armee geben? Vom Obron. Und da ist der drin. Ah, bei Muins of the Batanians. Das ist doch dann wahrscheinlich eher. Nee. Ist irgendwo noch eine andere? Oder der reist da mit, das weiß man auch. Nee. Gucken wir es uns mal an. Saniopia. Ja, der ist da bestimmt drin. Oder? Ich bin dummerweise zu langsam. Ich löse meine Armee hier auf. Ach, ich darf den jetzt um. Das ist auch lustig. Okay. Das war alles so ein bisschen. Ich
kann es auch von dem Screen aus machen. Das war ein bisschen... Naja, aber die hätte nicht mehr lange gehalten. Hätte ich die gar nicht aufgestellt, aber dann ja, wäre auch nichts anderes passiert. Die Stadt hätten wir genauso genommen mit der Ragea. Hier, da ist er. Den muss ich killen. Aber wie, darf ich das einfach? Anscheinend. Klar, das ist... Hm? Gut. Das ist jetzt ein ausgeglichener Kampf. Nee, die Einblendung sagt was anderes. Ja, klar, der war Gefangener und dann ist der Krieg vorbei und das macht schon Sinn. Da hatte ich eigentlich, das war mir gar nicht bewusst, da hatte ich total Dusel, dass die sprunghafte Ragea mal wieder sprunghaft war. Orgnog wäre natürlich auch ein toller Anführer der Reiterei, aber da ist es mir wichtig, mal einen fähigen Leibwächter dabei zu haben. Genau. Dann schauen wir uns mal die Sache an. Ich glaube, relativ gefahrlos könnten wir schon mal... Nee, also ganz langsam. Die Infanterie. Hierhin. Die Stützen hierhin. Und die Kavallerie da drüben hin. Gucken wir mal, was passiert. Und die Dreier sollten mir eigentlich folgen. So. Ah ja, da kommt schon das gegnerische Gesindel. Soldiers! Forward! Troops! Forward! Und wie gesagt, die sollen mir folgen. Ja! Wer sich nicht bewegt, bewegt er sich. Shit. Aber ich habe irgendwas anderes getroffen. Ja, die stellen sich da auf. Okay. Dann. Nee, halt. Ihr bleibt bei mir. Die kommen, glaube ich. Die könnte ich doch sogar treffen. Ich glaube, sie greifen jetzt tatsächlich an. Da ist ein Vorwitziger. Ja, Meisen. Hä? Ist das das, was ich wollte tatsächlich? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber eigentlich Forward! Ist das also eins. Dahin, zwei, dahin, die Kavallerie nach wie vor, die ist richtig dort. Okay, und jetzt die Kavallerie. Einsetzen. Genau, und die stehen jetzt ganz gut. Wo bleiben die Bogenschützen? Die kommen auch. Also gerade habe ich es, glaube ich, taktisch ganz gut im Griff. Naja, die werden jetzt natürlich hier ziemlich beackert. Wenn man nicht trifft, ist auch nicht gut. So.
sollte die Kavallerie aber mal wieder mitkommen. Ah, der ist hängen geblieben, ich bin hängen geblieben. Wie unglücklich. So, komm her. Ja, naja, 31. So einen gepanzerten auch nicht, das Nonplusultra. Aber jetzt von hinten ist es immer am schönsten. Er guckt schon angsterfüllt. Ja, nächster Treffer. Wir haben also richtig ein Duell. Ja, ich hab's gewonnen, das Duell. So, es sollte meine Infanterie eigentlich angreifen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und dann kann auch die Kavallerie wieder angreifen. Das ist ein schöner Kampf, oder? So, die Bogenschützen bitte hierhin. Nur zwei, zumindest von der Mannschaftsstärke her, gleichstarke Armeen. Das ist schon was. Oh, hoffentlich überlebt das Pferd das. Muss man nicht. Ah, nein, 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 das ist gefährlich. Da kann ich dann gleich. Na, halt, ah, halt, 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 halt. Das hat sich im richtigen Moment gedreht. Der kleine Blitz. Das klingt gut. Das Pferd macht nur ein bisschen Angst. So. Ah! So. Ja, ich habe schon dazu gelernt in den 30 Folgen. Nein! Meiner! Ist frauenweite daneben. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Du entkommst nicht. So. Noch einer irgendwo? Ah, da wäre einer gewesen. Das war ein guter Kampf! Ich habe immerhin einige... Fünf habe ich getötet. Und jetzt müsste ich ja diese Mission erfüllt haben. Not interested. Oh Gott, wie viel können wir mitnehmen? Oh, alle. Könne nur der lange nicht mehr im Team gewesene Borgnock vielleicht von profitieren. Ja, aber hallo. Naja, das sieht man, er war eine Weile nicht mehr da. Da hat sich das allgemeine Ausrüstungsniveau schon merklich verändert. Krieg's mal, ich nehm's ja eh nie. Ich habe ja sogar noch einen. Gut. Und jetzt? Nein, das machen wir schon. Also, Chornobas. Oh Gott, das ist, wenn wir Pech haben, ist das ganz woanders. Wenn wir Glück haben, ist es hier. Es ist halbwegs woanders. Na komm, die Mission schließen wir jetzt schon ab. Dürfen wir natürlich nicht den Märtyon ransomen. Das wäre selten dämlich. Schön. Gut. Die Brotherhood of the Woods, wo sitzt die denn überhaupt? Haben die irgendwie ein eigenes Gebiet? Ich nicht. Genau, dann wollen wir auch die Armee überprüfen.
Haben wir eine Beförderung? Jawohl. Was ist der jetzt? Elite Mercenary Maceman. Gut. Wer weiß, vielleicht treffen wir doch noch die Kaiserin relativ ungeschützt. Wäre das nicht lustig? Irgendwo da oben. Oder ist das echt, bis ich da bin? Darum lohnt es sich ab und zu mal wieder zu gucken, wo denn der Obron so ist. Nirskorin. Wo ist jetzt Skorin schon wieder? Keine Ahnung. Schon irgendwo da. Ah, hier. Ja, dann ist er da im Eck. Nur kommen wir hier wahrscheinlich nicht drüber. Ah, die Ragea. Mit nur 192. Wie viel kann ich denn noch? Die müssten noch drin sein. Noch 5. Ja, wenn wir mal bei den anfänglichen 20 oder was wir da waren, nochmal zurückdenkt an die, haben wir uns von gemacht. Hat ziemlich Geld eingebüßt durch die ganzen Anwerbungen, ja. Vielleicht erwischen wir es ja noch mit weniger. Aber man kann sie, glaube ich, eh nicht töten. Gut, dann schauen wir mal. Wo ist Merteon Nereus? Epikrotea, das ist diese Stadt. Wo ist er denn? Ragea? Das ist auch nicht bei Ragea dabei, oder? Das sind zwei, sieht man hier, sind da drin. Vielleicht ist er einer davon. Nö. Nö, ist er nicht. Wo ist Obron? Ich habe hier deinen Gefangenen. Skorin. Hä? Wie ist er da schon wieder hingekommen? Da ist er. It's been a while. Tja. Das Geld konnte ich gerade sogar gebrauchen. Ja. Also, wenn ich die Kaiserin nicht da jetzt vielleicht Themion? Wie viel hat sie? 180 oder so?
197. Ja, kommt immer auf die Soldaten drauf an. Naja, aber sie wird hier quasi noch bewacht. Das wird eher nix. Ja, was machen wir denn jetzt? Gerade ist Frieden auf der Welt. Wir haben es eigentlich ganz gut gemacht. Warum ver... Hä? 1300... Ach, wegen der Main Party. Wir haben total viele... Die Outriders waren sehr teuer. Das ist ja horrend. Das seht ihr auch. Wie schwer es ist, dass ich solche Sachen bezahlt machen. Aber das ist ja horrend. Also ich würde zum Beispiel sagen, dos mal das nördliche Empire ein. Aber wir sind schon aktuell einfach das mächtigste, also von der Truppenstärke her, das mächtigste Reich. Kusait ist größer und hat ein Castle mehr, aber sonst haben wir uns ganz gut gemacht. Dank meiner Hilfe, dank unserer Hilfe. Einige von euch reiten ja mit. Aber natürlich die Rechnung, die ich hier täglich wohlgemerkt begleichen muss, geht natürlich gar nicht. Das dürften... Ja. Jetzt habe ich noch nicht mal einen Krieg. Die kommt es auch nicht mehr drauf an. Also ich glaube, ich muss meine teuren Truppen jetzt loswerden. Die packe ich jetzt in irgendeine Stadt rein, zum Beispiel die neu eroberte hier. Keep. Die fressen mich ja sonst kahl. Die Elite-Kataphrakten behalte ich. Aber alles, was nicht. Das ist so lächerlich wenig, was das bringt. Und der eine miese... Ach, die Outrider waren gar nicht so toll. Also alles nicht... Imperiale wird jetzt rausgeworfen. Das sind auch teure Truppen, glaube ich. Ja, das bringt jetzt in der Aufaddierung bringt schon ein bisschen was. Genau. Dann müsste sich's prompt deutlich um 400 oder 500, ne, wie war 1600, glaube ich? Also 400 immerhin. Verbilligt haben. Und 800 pro Tag, das können wir uns ja fast schon leisten. Gut. Ich weiß trotzdem nicht, was ich hier noch machen soll. Gibt es noch ein Tournament vielleicht? Ich habe einmal gewonnen. Irgendwo stehe ich auf der Liste. Vorknock hat einmal gewonnen. Wo bin ich? Einmal gewonnen. Habe ich zweimal gewonnen? Aber, sag mal, wo bin ich denn? Ich habe einmal das Turnier gewonnen. Das ist halt mein Zeuge gewesen. Und habe ich womöglich zweimal gewonnen? Und habe es vergessen? Komisch. Ja, ich habe zweimal gewonnen. Auf Platz 95 der weltweiten Rangliste. Gut. Ich weiß immer noch nicht, was ich anstellen soll. Rotin. Gibt es irgendwie so ein
Ja, wisst ihr was? Da machen wir eine Sightseeing-Tour. Ihr wart noch nie im Süden. Und bis dahin passiert bestimmt irgendwas. Jetzt geht allerdings die Moral runter. Wegen der Food Variety. Ja, Gott. Food Variety, my ass. Ja gut, gibt's eben. Was gibt's denn da? Boah, ehrlich verdiente 137 bei Rinoya. Nicht schlecht. Die kosten vergleichsweise weniger dann. Also, man kriegt halt Oliven. Ah, jetzt sieht man hier auch gute Werte. Ja, das war dieser Handelsdings da. Jetzt möchte ich aber nichts mehr hören von Food Variety. Und, hat's geklappt? Ja, plus zwei, sehr schön. Das ist ja jetzt nett. Genau, und dann machen wir eine Sightseeing-Rundtour. Folgen Sie uns ins malerische Nideon-Tal. Das hat sich doch ein bisschen zerklüftet. Also hier kann man auch nicht von der Strategie sprechen. Die sind noch beisammen. Das ist, glaube ich, von denen hier schon ab. Ah, und die werden jetzt belagert. Mal sehen, ob ich da hinkomme, bis noch was passiert. Bei VR10 in der Wüste ist doch schon einiges anders. Die Truppentypen sind doch ganz andere. Also viele Kamele, die wir auch schon mittel gesehen haben bei den Kusites. Und halt, ja, klar, Wüstengebiete. Und, aber auch von der Karte her gibt es da so Durststrecken. Also ich habe mal eine Partie gehabt, wo ich hier Besitztümer hatte. Und da über Tamnu Castle hinaus, hier hin und sich da festsetzen, war unglaublich schwer. Hier gibt es dann auch lange nichts. Das ist schon ein bisschen ein anderes Eck da unten. Warum eigentlich Cohesion? Ich Depot, weil es die Armee offiziell noch gibt. Es ist völlig egal, macht nichts aus, aber. Ich sag's euch. Also, wenn ich das noch mal spiele, privat, dann verbringe ich mal einen halben Tag, naja, je nachdem, was es halt dauert, mit dem. Was ist jetzt? Überprüfen der Mods für dieses Spiel. Und insbesondere, was man links da genannt hat, die KI-Mod, die just dieses erratische Kriegsführen, weil dann, glaube ich, macht das sehr viel mehr Spaß und das Gefühl, dass man in einer Welt ist, die halbwegs halt auch sinnvolle, wo sinnvolle Sachen passieren, wird noch viel größer dadurch werden. Ja, seht ihr, schon mal ganz anders grafisch. Aber ich muss auch sagen, so als vielleicht schon ein kleines Fazit. Also das Spiel hat sich seit Warband nicht groß weiterentwickelt. Und sie haben wirklich viel Mühe in Sachen gesteckt, die völlig egal sind. Also gerade diese Stadt. Ja, wir können mal irgendwo hingehen. Gerade diese ganzen Stadtgrafiken, da macht man doch nie was. Es gibt ein paar wenige Missionstypen, die spielen dann halt in der Umgebung, also hier jetzt auch nicht.
Also um das mit Leben zu füllen, hätten sie halt wirklich mehr Rollenspiel machen müssen, dass man wirklich da nach Auftraggebern sucht und schlag mich tot. Aber so ist es völlig witzlos. Warum soll ich hier rumlaufen? Das bringt mir nichts. Also möchte ich wissen, was da an Mühe reingeflossen ist, dass sie zum Beispiel eine gescheitere Weltsimulation hätten stecken können. Ich könnte mich unter Umständen wiederholen. Die Preise sind, die ärgern mich aktiv. Achso, das wollte ich doch zur Football Royalty behalten. Es ärgert mich einfach, wenn ein Preis 114 ist, nach zwei verkauften ist er 75. Was soll denn das? Das ist Unsinn. Das ist einfach dumm. Also würde ich nach einem Mod gucken, das Handelssystem. In Roté, das ist spannend. Das ist spannend. Also, würden wir noch weiterspielen, würde ich versuchen, mir die zu holen. Weil jetzt ist es quasi free for all. Armee zusammenrufen, hin, Stadt erobern, hoffen, dass es einem die Kaiserin gibt. Ja, und also ich habe es ja schon weitergespielt. Ich habe auch diese Quest dafür, dann kriegst du dieses Banner. Und dann kannst du im Prinzip auf mehrere Arten, und dann gibt es auch so Entscheidungen, kannst du halt dann Richtung Spielziel gehen, und das lautet halt entweder ein eigenes Königreich zu machen, und da, ja, es ist das Grinding so und so viel Städte zu erobern, oder eben sogar innerhalb eines, also des Imperiums, das zu machen. Und natürlich macht man das ein eigenes Königreich, dann darf man eine eigene Farbe wählen, und ich glaube, man wird rot automatisch. Schaut, ganz andere Truppen. Und gelb. Aber wollen wir nicht. Ja, die extra lange Abschlussfolge hatten wir im Prinzip bei der 30 schon. Und dann müsste es noch was geben, ich kann ja weiter träumen, wie dieses Nemesis-System. Das haben sie zwar eigentlich von den Punkten her drin, dass die Beziehung steigt und sinkt, aber du hast halt nie das Gefühl, dass da einer ist, der dich hasst. Und so ein System würde fantastisch reinpassen, wenn man so Todfeinde hätte. Aus dem Spiel heraus ist ja alles eigentlich dafür angelegt. Das heißt, das ist so ein bisschen so ein Prototyp, wo jetzt findige Modder, die natürlich auch teilweise übers Ziel hinausschießen. Ja, noch ein Tournament zum Abschluss. Es praktisch veredeln müssen. So. Oh, 10 Lords with Fighting Skills. Das klingt nach einem harten Mitbewerberfeld. Uiuiui, das sind ja nur benamste. Naja, nicht ganz. Anyway. Oh, das sieht nach einem schönen Dings aus. Skip Round. Skip Round. Bett. Jetzt muss ich gegen zwei meiner Leute kämpfen mit einem Azuri Footman, der nichts taugt. Oh Gott, aber wenigstens habe ich ein Schild und ein Schwert. Ah, oh, lass mein... Lass meinen Bogenschützen in Ruhe. Ach, der ist schon tot. Ja, dann kann ich ja meine übliche... Also meine Gefährten und Gefährtinnen sollten doch eigentlich meinen Kampfstil kennen mittlerweile. Es kann natürlich sein, dass er mir meinen Schild zerhackt. Das ist kein besonders toller. Yeah! Gut. Und oh, Borgnock. Oh Gott. Auch wieder hier Footman gegen gleich zwei Benams. Das ist unfair. Ich wette mal trotzdem auf uns.
Aber ich sehe da nicht so die großen Chancen. Gucken wir mal. Ach Gott, das habe ich. Ach, der nimmt jetzt den Speer auf. Oh, shit. Und jetzt habe ich. Na gut, das war natürlich. Oh. Der ist ja richtig brutal unterwegs. Ah, nee, das ist ein Zweikampf. Ich hab's ja mal nicht kapiert, Leute. Na, so schlecht ist der wohl gar nicht. Ist schon drei Treffer. So. Yeah! Jetzt haben wir ja nicht realisiert, was wirklich passiert. Sondern die beiden kämpfen gegeneinander. Ich bin Verborgnok! Scheibenkleister. Ja, und jetzt haben wir langsam ganz gute Chancen hier. Ich bleibe ja jetzt in der Ausstattung, oder? Nee, jetzt habe ich was ganz anderes. Es ist wirklich zum Fürchten. Wie der wirft. Ah, fast. Ah. Ja, beide gegen mich ist auch nicht gut. Was macht denn der andere so? Der wirft fröhlich. Ja. Ah, nicht vom Pferd werfen lassen. Ja, die gehen beide auf mich irgendwie. So. Ich finde, das ist gar nicht mal so unspannend. Jetzt ist er allein. Ah, nicht gegen die Wand, nicht gegen die Wand. Und der andere ist tot oder was? Nee. Rennt auch lieber gegen die Wand und lässt sich da. Ah, fuck. Ah, zweimal gegen Schild. Ja, der erste ist weg. Teamarbeit nennen wir das mal. Jetzt müsste ich den ja eigentlich. Nicht gegen die Wand. Nicht gegen die Wand! Jetzt. Yes! Yes! Gut gemacht unter meiner Anleitung. Und jetzt gegen diese Abagay. Und ich habe halt keine Ahnung, mit was für eine Ausstattung. Ja, beide getroffen. Drei Turniersiege. Und ein bisschen Geld sogar. Und dieses Dings. Dieses Banner of the Sultan's Eagle. Ist aber auch lächerlich. Von den Wetten. Ich hab 1000 oder so eingesetzt und gegen 1380. Was ist denn das für ein Mist? Wie kann man auf so eine Idee kommen? Ach, das ist so kaputt. Okay, aber ich habe ein schönes Banner. Was macht das? Es leuchtet blau. Decreased Ranged Accuracy Penalty. Klingt besser als dieser Moral Shock, weil ich auch oft mit den, mit meinen, beregnen Bogenschützen unterwegs bin. So, was machen wir jetzt wieder? Einfach nach Wert fertig.
Ja, also, das war doch noch mal ein Erfolgserlebnis. Also, ich habe nach wie vor, ich habe Spaß gehabt. Und mit den richtigen Mods würde das, glaube ich, auch noch mehr Spaß machen. Was halt bleibt, ist, dass in Städten nichts zu tun gibt. Und jetzt? Ah, das Western Empire muss mal wieder angegriffen werden. Jawohl, macht, was ihr wollt. Aber diesen letzten verrückten Schachzug der Kaiserin, wisst ihr, gegen die haben wir Krieg geführt. Die könnte man vernichten. Die haben 6 Städte mit 3000 Truppen. Wir haben mehr als doppelt so viel Truppen bei nur 2 Städten. Das würde ein Schulkind, nein, ein Kind, das gerade sprechen gelernt hat. Hier hast du 2 mögliche Feinde. Das Kind, das 2 Plastikbagger hat, und das Kind, das 3 goldene Autos hat. Und das Kind mit 3 goldenen Autos, das ist so groß, und das mit den 2 Baggern so groß. Und du bist, es ist, naja. Ja, aber es war eine schöne Reise. Ich bedanke mich. Ich hoffe, es hat dem einen oder anderen so viel Spaß gemacht, dass er jetzt vielleicht dieses, nennen wir es mal, nicht polierte Juwel auch mal selbst ausprobiert. Denn, also, es gibt wirklich Triumphe in dem Spiel und natürlich auch Niederlagen. Und ihr habt jetzt gesehen, was so die Schwächen sind und könnt ja vielleicht gleich selbst mit den Mods so ein bisschen anfangen. Weil ich habe jetzt unlängst gemerkt, wie viel mehr tatsächlich ein wohlbekanntes Spiel, in dem Fall natürlich Battletech, Spaß machen kann, auch nerven kann, weil es halt schon schwieriger geworden ist, wenn man eine gescheite Mod, beziehungsweise eine Mod-Sammlung, was ich da installiert habe, diese Extended, Battletech Extended. Und ja, genau. Und jetzt sind wir wieder heim im Reich sozusagen. Danustia waren wir, glaube ich, einmal. Danustica. In diesem Sinne, gehabt's euch wohl. Der eine oder andere wird es vielleicht traurig sein, dass es nicht weitergeht. Ich bedanke mich nochmal bei meinen Gefährten, die es ins Spiel geschafft haben. Ich glaube, der Dings, ne, ist mittlerweile oben. Alster wären Olfasta, Schorazek, Michaela, die letzte im Team, Borgnok, insgesamt schon der stärkste, muss man einfach sagen. Toream auch stark. Kriesing, der hat viel so hinten in der zweiten Linie bei den Bogenschützen getan. Rinoa, die Wanderin. Und natürlich, es wäre alles ohne den Chef natürlich nichts geworden. Jorgos, der Chef. Und wenn ihr uns weiter unterstützen wollt, macht das sehr gerne bei Hagens wirklich schönem Ishin-Let's Play. Ich höre keine eigenen Podcasts, ich schaue keine eigenen Let's Plays, die nicht von mir sind und meine natürlich außerhalb des Schneidens sowieso nicht. Aber bei Hagen schaue ich immer wieder gerne rein und er macht das richtig schön. Also unterstützt doch bitte ihn weiter, wenn ihr uns gerade noch ein paar Euro zukommen lassen kommen wollen, möchtet, würdet, tätet, tut. Ich danke euch. Ciao, ciao.